Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20 gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 21. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Förderung des stationsbasierten Carsharings. Das ist die Drucksache 6312 zur Drucksache 3899 aus der 20. Legislaturperiode und den Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften. Das ist die Drucksache 6313 zu 5472 aus der 20. Legislaturperiode. Dann gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Das ist 6416, ebenfalls aus der 20. Legislaturperiode. Alle drei sind zusammen aufgerufen und man hat sich vereinbart, dass man pro Fraktion 7,5 Minuten spricht. Aber alles geht erst, wenn der Herr Berichterstatter, Herr Kollege Eckert, den Bericht abgegeben hat. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf der Freien Demokraten, Gesetz zur Förderung des stationsbasierten Carsharings, abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD gegen Freie Demokraten, bei Enthaltung SPD, Linke. Und der Ausschuss empfiehlt den Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften, in zweiter Lesung anzunehmen, bei CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD, die Linke gegen AfD und Freie Demokraten. Vielen herzlichen Dank, Herr Eckert. Wortmeldungen liegen einige vor. Ich habe als erstes die Kollegin Karin Müller aus Kassel. Frau Kollegin Vizepräsidentin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich dachte, Herr Eckert bleibt gleich hier vorne, aber da ich ungefähr weiß, was er sagen wird, gehe ich dann auch in meinem Redebeitrag darauf ein. Ich freue mich, dass wir zwei Gesetzentwürfe zum Thema Carsharing heute hier auf dem Tisch liegen haben. Wir hatten eine sehr erfreuliche schriftliche Anhörung und eine noch erfreulichere mündliche Anhörung, aber insbesondere was den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften betrifft. Denn in der Anhörung wurde deutlich, es war der Bundesverband Carsharing da und ein Vertreter der DB Pflingster, dass der schlanke Gesetzentwurf der Freien Demokraten etwas zu schlank geraten ist und die Regelungstiefe nicht die nötige Flughöhe hat, um das zu regeln, was zu regeln ist. Denn der Gesetzentwurf der Landesregierung regelt im Bereich der Sondernutzung, dass den Kommunen Gestaltungsspielräume haben, was die Kriterien angeht bei der Ausschreibung, aber gleichzeitig auch die Vorgaben haben, dass sie sich in einem sicheren Rechtsrahmen bewegen. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie groß ist eine Kommune, befinden wir uns im ländlichen Raum, das ist etwas ganz anderes als in städtischen Ballungsgebieten, gibt es schon Angebote oder nicht, sind klimapolitische Vorgaben zu machen, das alles können die Kommunen frei entscheiden, das ist in dem Gesetzentwurf der Landesregierung geregelt und wurde ausdrücklich gelobt von den Anzuhörenden, dass es auch notwendig ist, weil das Thema Sondernutzung ein Bereich ist, der noch nicht so ganz oft Anwendung gefunden hat im Straßengesetz. Deswegen ist es gut und richtig, dass der Gesetzentwurf so jetzt auf den Weg kommt. Genauso wie die Anzuhörenden sind wir davon überzeugt, dass durch diesen Gesetzentwurf jetzt bei den Straßen, für die das Land die Regelungsbefugnis hat, auch mehr Carsharing-Stellplätze geschaffen werden können und dass das noch einmal einen ganz großen Schub im Bereich Carsharing geben wird. Denn wir alle wissen, dass wir den Bestand an Pkw reduzieren müssen bis 2045 um ein Drittel, um auch die Klimaziele in dem Bereich zu erreichen. Dazu ist Carsharing ein sehr guter Beitrag. Kann dazu führen, dass das Auto komplett abgeschafft wird oder das Zweitauto, dass die Menschen dann, wenn sie ein Ticket haben, womit sie Carsharing buchen können, aber auch ÖPNV nutzen können, gar kein Auto mehr brauchen. Und das SODA-Auto wird dann ersetzt von den Mobilitätsangeboten, die unter anderem durch Carsharing geleistet werden. Dazu trägt dieser Gesetzentwurf bei, und darüber freuen wir uns. Der Kollege Eckert wird jetzt gleich sagen, dass Hessen nicht vorne ist, weil andere Länder sich schon längst auf den Weg gemacht haben.
Deswegen möchte ich es gleich jetzt klarstellen. Hessen ist vorn, weil andere Länder sind zwar, nachdem der Bund 2016 den Rahmen endlich geschaffen hatte, vorgeprescht, aber da die Verwaltungsvorschriften für die Straßenverkehrsordnung erst im April 2021 verabschiedet wurden und auch das entsprechende Verkehrsschild erst dann Gültigkeit hatte, ist es sinnvoll, dass der Referentenentwurf, der natürlich auch schon länger vorlag, erst jetzt in ein Gesetz gegossen wurde. Auch das wurde in der Anhörung ja erklärt, aber Wiederholung ist ja ein pädagogisches Mittel. Andere Länder mussten nacharbeiten, klar, weil sie halt, wie gesagt, die Verwaltungsvorschriften nicht abgewartet haben. Alles in allem will ich es auch nicht so lang machen. Auf jeden Fall mit diesem Gesetzentwurf kommen wir der Verkehrswende ein Stück näher und dem Umweltverbund und dem Bereich Carsharing. Und wir reden ja vielleicht noch einmal am Donnerstag drüber. Ich fände es auch schön, wenn wir es heute verabschieden könnten, aber ich rede auch gerne am Donnerstag noch einmal drüber. Wir haben ja noch einen Änderungsantrag. Da nutzen wir gleich die Sondernutzung dieses Gesetzes, um noch eine andere Änderung mit auf den Weg zu bringen. Da wir ja alle im Wahlkampf für Bürokratieabbau waren, denke ich, das dürfte kein Problem sein. Und wir werden es nachher schnell und einvernehmlich lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach der Kollegin Müller spricht Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Kollege, Sie haben das letzte Wort. Das hätte mir sonst mal sagen sollen. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Tat, das wird so sein. Aber erst einmal auf die Kollegin Müller eingehend, mal abgesehen davon, dass wir in der Verkehrspolitik auch wirklich früh angefangen haben, miteinander zu diskutieren, aber bei der Frage, ob wir heute schon das Gesetz von euch hätten verabschieden können, da hätte ich doch meine Zweifel, da komme ich auch gleich mal drauf ein, nicht vom Inhalt her, sondern weil ihr, darum meldet sich dann auch ein ehemaliger parlamentarischer Geschäftsführer hier zu Wort, dann doch arg in die Trickkiste gegriffen habt, was die Geschäftsordnung anbelangt. Und meine Damen und Herren, das vorweg, ich beantrage für uns, für unseren Gesetzentwurf, die dritte Lesung, damit wir das am Donnerstag diskutieren und damit wir auch am Donnerstag auch noch einmal inhaltlich vernünftig diskutieren können. Und auch gleich bei der Frage Carsharing. Ja, das ist so ähnlich wie bei der Frage Trennung von Schiene und Betrieb. Da ist es ähnlich wie beim Carsharing. Da sind wir Freie Demokraten und Grüne von der Idee her gar nicht so weit auseinander. Mobilität braucht Freunde, neue Ideen bei der Mobilität braucht Fantasie und Mut, das stimmt. Und wir müssen als Gesetzgeber die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das auch funktioniert. Aber, liebe Kollegin Müller, die Vorstellung, dass man mit solchen Konzepten wie Carsharing oder autonomen Fahren irgendwann einmal auf das Auto verzichten oder gar der Verkehrsraum weniger von Automobilen in Anspruch genommen wird, dem würde ich vorsichtig entgegentreten und sagen, das wird wohl so nicht passieren. Alle Zukunftsforscher, Städteplaner sagen einem, das wird eher zu mehr Fahrzeugen im Straßenraum führen als denn zu weniger, weil sie viel mehr auch unterwegs sind und weniger abgestellt sind. Meine Damen und Herren, aber warum habe ich mich hier als ehemaliger parlamentarischer Geschäftsführer zu Wort gemeldet? Weil es ist natürlich schon eine Frage. Wir haben als Opposition eben wie beim Bibliotheksgesetz einen Gesetzentwurf eingebracht. Die Landesregierung kommt hinterher. Meine Damen und Herren, wir hätten heute auch gut mal eine Regierungserklärung gebraucht nach der Sommerpause. Wie geht es denn in der Corona-Krise weiter? Oft genug haben wir uns Regierungserklärungen von Regierungsmitgliedern anhören müssen, die kaum den Inhalt wert waren. Aber heute, wo es mal darum gegangen wäre, wirklich mal etwas zur Entwicklung in der Corona-Krise in Hessen zu sagen, bleibt die Landesregierung stumm. Wir beschäftigen uns lieber damit, dass wir ein Gesetz heute in zweiter Lesung haben. Und ich glaube, ihr werdet auch die dritte Lesung noch beantragen müssen. Denn den Kunstgriff zu machen,
ein anderes Gesetz mit einem Antrag Huckepack zu nehmen, um dabei die dritte Lesung zu verhindern, das war schon ein tiefer Trick, also ein tiefer Griff in die Trickkiste von parlamentarischen Geschäftsführern. Respekt davor. Ich kann meinem Nachfolger nur sagen, habt gut zugeschaut, wie man es macht. Ob das der richtige Umgang, der respektvolle Umgang mit dem Parlament ist, da möchte ich manchmal dann doch meine Fragen haben. Und meine Damen und Herren, vom Staatsvertrag, das ist eine Umsetzung, das hätte man auch sicherlich auch noch anders machen können. Aber es bleibt natürlich schon so, dass wir als die parlamentarischen Geschäftsführer sich dann auch in ihren Runden dann auch einig werden. Meine Damen und Herren, wir haben gerade in dieser Parlamentswoche uns immer wieder zusammengerauft. Wir haben viele Gesetze, die wir beschlossen haben, dass wir in die erste, in die zweite Lesung gleich reingehen. Wir sind uns als parlamentarische Geschäftsführer immer einig geworden. Und wenn man sich jetzt auch diese Woche vielleicht mal ein bisschen hat anschnallen müssen, was so die Geschäftsordnung anbelangt, sind wir aber dann doch immer wieder zu vernünftigen Lösungen gekommen. Das dient natürlich dazu, dass wir hier im Parlament auch einen vernünftigen Umgang miteinander haben. Und ich kann das mal so rückblickend sagen. 2008 bin ich hier in den Hessischen Landtag gekommen. Da hatten wir wechselnde Mehrheiten. Und man hat dort erlebt, oder ich habe es erlebt, wie wir das Parlament auch aufgelöst haben. Und ganz persönlich, ich habe in der Zeit mal 27 Kilo abgenommen. Also man erlebt schon dolle Dinge hier, wenn man in diesem Hessischen Landtag ist. Und dann 2009 in der Regierungsverantwortung, das darf ich heute an dieser Stelle einfach mal sagen, ich nenne ein Beispiel, wir waren in der Regierung, Grünen waren in der Opposition. Es ging damals um die rechtliche Gleichstellung von Beamten. Heute ist Ehe für alles, ist alles gar keine Frage mehr. Und der amtierende Präsident wird es bestätigen können. Ich habe damals mit einem Kollegen sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das war der Kai Klose. Und als wir uns in der Sache einig waren, ich in der Regierungsverantwortung, er von der Opposition, aber in der Sache waren wir uns einig. Und wenn man in der Sache sich einig ist, dann kriegt man auch die Dinge vernünftig hin. Und genauso arbeiten die parlamentarischen Geschäftsführer. Wenn wir uns in der Sache einig sind, wenn es darum geht, die richtigen Weichen zu stellen für dieses Land, dann war sich dieser Landtag auch immer einig. Meine Damen und Herren, dieses Vertrauen, was seinerzeit gebildet wurde, das hat auch gehalten. Das kann ich auch für viele andere Kollegen heute sagen, dass diese Zeit, als wir dann nur noch sozusagen auf den Knien in den Landtag hineingerutscht sind, das mag man heute sich ja kaum noch vorstellen. Es war eine Zeit, da haben wir mit den Sozialdemokraten bis dato nicht viel geredet, zumindest ich. Und was haben wir gemacht? Wir haben danach ein so vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut, dass uns dann immer die Koalitionsgespräche schon nahegelegt werden. Meine Damen und Herren, so weit geht die Liebe dann nicht, da steht da immer noch der Wähler davor. Aber es sind wirklich vertrauensvolle Gespräche geführt worden, und das Vertrauen hält bis heute. Und ich darf das auch an einer Stelle sagen, Kollege Hermann Schaus ist jetzt nicht da. Das ist auch eine Zeit gewesen, wenn Hermann Schaus dann über den sozialen Wohnungsbau gesprochen hat und gesagt hat, in der Zeit, wo ihr als FDP regiert, dann haben wir mehr Sozialwohnungen gebaut als die jetzt bei Schwarz-Grün. Ich weiß nicht, ob der das immer so als Kompliment gemeint hat, aber ich habe es so verstanden. Wir haben es gerne gehört, und das trägt auch heute noch mich ein ganzes Stück weiter, dass man das auch mal anerkennt, was man, auch wenn man ganz anderer politischer Meinung ist, dass man das auch mal sagen kann. Meine Damen und Herren, diese Regierung hat genau eine Stimme mehr. Man merkt es nicht immer unbedingt. Und das hat was damit zu tun, dass man nicht nur in der Regierung sich ab und zu zusammenraufen muss, sondern es meistens halt auch so ist, dass die Opposition sich in den meisten Fragen nicht einig ist. Und doch ist es dann so, dass man auch in solch einer Situation, wo eine Regierung nur eine Stimme Mehrheit hat, trotzdem immer auch auf andere bauen kann und sagen kann, jawohl, wir kommen hier vernünftig mit diesem Parlament weiter, ohne dass wir Zufallsmehrheiten haben wollen. Und ich glaube, ich habe für meinen Teil zumindest immer wieder ein Stück weit was dazu beigetragen, dass das auch so ist. Und an der Stelle lassen Sie mich mal ein Dankeschön sagen und vielleicht jetzt nicht die üblichen Verdächtigen nehmen, was man an der Stelle vielleicht von mir erwarten würde. Ich möchte Florian Schönwetter danken, weil der an der immer wieder auch uns als parlamentarischer Geschäftsführer in Gänze
auch immer irgendwo auch zur Seite gestanden hat, einfach ein guter Mann. Und ihm sage ich jetzt einfach mal stellvertretend Dankeschön für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fraktionen. Und meine Damen und Herren, Jürgen, du weißt. Ich möchte noch einem Dankeschön sagen. Das ist der Markus Seibert in der Verwaltung. Auch er ist einer, der uns Parlamentariern immer hilft, immer zur Seite steht, um hier einen vernünftigen Ablauf zu gewährleisten. Lieben herzlichen Dank stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da in der Verwaltung sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mag in den letzten Jahren nicht immer alles richtig gemacht haben und vielleicht hier und da auch mich im Ton vergriffen haben. Dafür möchte ich mich entschuldigen, vor allen Dingen, wenn ich irgendjemanden persönlich angegriffen habe. Das gilt für alle. Da möchte ich mich ganz herzlich für entschuldigen, wenn es so sein sollte. Bis jetzt habe ich immer nur gehört, schade, dass du gehst. Nicht gut, dass du weg bist. Das zeigt vielleicht, dass ich auch irgendwas richtig gemacht habe. Meine Damen und Herren, das war die letzte Rede von mir, aber das war bestimmt nicht das Letzte, was Sie von mir gehört haben. Wir werden uns weiterhin sehen beim Hessenfest. Ich werde als gelernter Landespolitiker jetzt nach Berlin gehen und da neue Aufgaben wahrnehmen. Und sollte ich das jemals vergessen, dass ich eigentlich im tiefsten Herzen Landespolitiker bin, da bin ich mir sicher, Sie werden mich daran erinnern. Vielen Dank. Macht's gut. Lieber Kollege Lenders, lieber Jürgen, alles Gute, Gesundheit. Und ich glaube schon, dass du recht hast mit der Feststellung, ich habe jedenfalls keinen gehört, der gesagt hat, Gott sei Dank ist der Punkt endlich weg. Und das ist eine Leistung, die wenige hier in diesem Hause erreicht haben. Du hast sie erreicht, alles Gute in Berlin und wir sehen uns so häufig. Und eins verspreche ich dir, wenn du echter Bundespolitiker wirst und einen abgehobenen Bundestagsabgeordneten mimst, oh, da wirst du es aber mit mir zu tun bekommen. Alles Gute. Tobias Eckert hat als Nächster das Wort. Aber da wir ja wissen, was er sagt, weil die Kollegen vorher ja schon gesagt haben, was sie sagen, haben sie trotzdem das Wort. Herr Präsident, solange Sie mir nicht die Redezeit deswegen kürzen, weil Sie schon wissen, was kommt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir zu den beiden Gesetzentwürfen kommen, lieber Jürgen Lenders, auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das parlamentarische Miteinander. Du hast gesagt, ihr werdet noch viel von mir hören. Für die Sozialdemokraten sage ich jetzt mal, ich hoffe viel Gutes, was wir aus Berlin von dir hören. Von daher alles Gute für die weitere Arbeit. Meine Damen und Herren, wir diskutieren über zwei Gesetzentwürfe in der Tat, wo wir ja schon letztes Jahr eigentlich angefangen haben, in der Frage von, wie gehen wir mit Carsharing um, was müssen wir machen, damit wir in Hessen eben tatsächlich vorankommen, in diesem für uns nicht so ganz unwesentlichen Teil. Und da waren es die Freien Demokraten, die begonnen haben mit ihrem Gesetzentwurf. In der Tat, da war die Diskussion eine, Frau Kollegin Müller, wo wir immer wieder deutlich gemacht haben, dass wir in Hessen Nachholbedarf haben. Ich kann ja die Klimmzüge verstehen, die man dann anstrengt und sagt, warum das alles genauso richtig ist, wie wir das in Hessen machen. Aber ich bleibe dabei, dass wir weiter sein könnten. Aber deswegen hat mich so ein bisschen Ihre Rede irritiert. Also im Abstimmungsverhalten ist es ja nochmal deutlich, dass wir uns einig sind, dass wir mit einem Gesetz, und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf der Landesregierung auch sogar zustimmen, dass wir in dem Bereich vorankommen, auch wenn nicht alles uns hundertprozentig passt. Aber wichtig ist, dass wir da jetzt endlich mal auf die Straße kommen, um in diesem Bild zu bleiben. Von daher, meine Damen und Herren, weiß ich nicht, was da eben das ein oder andere sollte, aber das können wir ja durchaus noch miteinander diskutieren, weil ich glaube, dass die Förderung von Carsharing ein insgesamt wichtiger Baustein ist in der Frage von Mobilität der Zukunft. Wir haben gerade gestern, während alle sich noch irgendwie mit der Bundestagswahl beschäftigt haben, hier über 5 Stunden, glaube ich, mit der Frage auch in der Enquete-Kommission beschäftigt, wie gestalten wir jetzt Mobilität der Zukunft.
und haben ja dann gerade zum Carsharing auch noch mal gehört, weil wir beim letzten Mal, Herr Minister, ja immer wieder hin und her diskutiert haben in der ersten Runde beider Gesetzentwürfe, Free-Floating Carsharing auf der einen Seite und das andere, das stationsbasierte Carsharing, warum das sozusagen das Mittel unserer Wahl ist. Haben wir auch gesehen, dass das eine weniger eine Rolle spielt bei 15 Großstädten in Deutschland, die tatsächlich Free-Floating Carsharing anbieten und bei 855 Kommunen in Deutschland, die im Bereich stationsbasiertes Carsharing schon unterwegs sind. Da ist gut, dass wir eine Regelung in Hessen, eine Lücke heute auch schließen können, beziehungsweise wahrscheinlich dann am Donnerstag. Meine Damen und Herren, ja, in der Tat, wir hätten uns an den Gesetzentwürfen auch noch durchaus Veränderungen vorstellen können. Ich habe in der ersten Lesung zu dem Gesetz, insbesondere auch aus der Landesregierung, gesagt, dass wir uns anschauen würden, gerne, was in anderen Bundesländern passiert, nämlich Niedersachsen und Thüringen namentlich, in der Frage, wie organisieren wir sozusagen und geben Kommunen Hilfestellung, nicht weil wir es ihnen vorschreiben, sondern sagen, das ist in der Priorisierung und in der Auswahl von Flächen durchaus eine Hilfestellung für die kommunale Familie. Stichwort Bereitstellung von Flächen, die eben den Umstieg vom Automobil in den ÖPNV ermöglichen einerseits und auf der anderen Seite das, was in Thüringen auch im entsprechenden Gesetz verankert ist, die Frage, wie wir Carsharing nämlich in der Fläche voranbringen, Stichwort Betriebsverpflichtung, damit es eben nicht einfach an einen privaten Anbieter Flächen vergeben werden im Wege der Sondernutzung, sondern darüber hinaus auch deutlich gemacht wird, wenn ihr die Flächen bekommt, dann habt ihr auch eine Verpflichtung, das mit anzubieten. Ich finde, diese Idee aus Thüringen ist eigentlich eine richtige als zusätzliche Hilfestellung, weil es erleichtert und gibt Rechtssicherheit der Kommune dann auch nachher in der Auswahl von Flächen und von Anbietern, meine Damen und Herren. Aber sei es drum, entsprechend in der Tat, die Anhörung hat ergeben, was das Thema Praktikabilität und Rechtssicherheit angeht, die Anzuhörenden auf Seiten des Entwurfs der Landesregierung waren. Ich bleibe dabei, es ist der Verdienst durchaus der Freien Demokraten, das Thema hiermit auch vorangeschoben zu haben, dass sie nämlich mit ihrem Gesetzentwurf was vorgelegt haben, was in anderen Bundesländern praktiziert wird, was aber entsprechend tatsächlich sozusagen der Anlass war, damit vielleicht auch die Landesregierung endlich dann mit ihrem Gesetzentwurf um die Ecke kommt. Ich finde es in der Tat auch spannend. Von daher, Kollege Lenders, wäre das ja vielleicht fast die Brücke, warum sozusagen dieser jetzt Annex, der dazugekommen ist, durch die Koalitionsfraktion tatsächlich reinpasst. Weil bei straßenrechtlichen Vorschriften denken ganz viele über Bußgelder. Es regelt einen Bußgeldtatbestand, wenn auch in einem anderen Gesetz. Und damit haben wir die galante Brücke, warum das jetzt zusammenpasst. Von daher Service-Opposition, Kollege Frömmrich, daher helfe, wo ich kann. Meine Damen und Herren, deswegen bleiben wir dabei. Wir enthalten uns beim Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Wir sehen die Kritikpunkte. Ich hatte in der ersten Lesung auch deutlich gemacht, gerade in dem Wegfall der Widerrufsmöglichkeit ist, finde ich, für die Verwaltungspraxis auch in Hessen ein Weg, der so nicht praktikabel ist, der der Lebenswirklichkeit in den hessischen Kommunen auch entgegensteht. Das steht drin. Deswegen gibt es da entsprechend die klare Enthaltung, weil auf der anderen Seite ihr aber auch schon das Prä hattet, dass ihr das vorangeschoben habt. Dem Gesetzentwurf der Landesregierung können wir zustimmen. Und über die Verbesserungen, liebe Kollegin Müller, Sie sehen, ganz friedlich, schiedlich, friedlich, wie ich ja auch sein kann, klären wir das dann noch im weiteren Verlauf, wie wir vielleicht aus diesem ersten Schritt, den wir heute dann gehen, noch etwas Besseres rausmachen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als Nächster ist der Kollege Enners auf der Rednerliste. Ich will nur schon einmal bekannt geben, dass Kollege Frömmrich schon beantragt hat, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung auch in die dritte Lesung geht, dass wir da schon mal ein Protokoll haben. Die Zeit genutzt. Herr Enners, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Klimaneutrales Deutschland. Ein Begriff, der wie eine Monstranz immer wieder zu allen Themen vorne angeführt wird. Wie oft erfolgte damit bereits die Ablenkung der Bürger von den wirklich wichtigen Themen, die in den kommenden Jahren anstehen, wie zum Beispiel die großen Probleme rund um unsere Rente und der damit oft verbundenen Altersarmut oder den riesigen Fehlbeträgen, die zur Erhaltung der hessischen Infrastruktur notwendig wären. Die Liste von Versäumnissen und Fehlplanungen sowie den damit verursachten Problemen könnte man hier noch recht lange fortsetzen. Klimaneutrales Deutschland, das ist nicht viel mehr als eine grüne Ideologie. Eine Ideologie, die der heimischen Wirtschaft schadet und einen großen Teil der Natur zerstört.
Ein Zwischenziel zur Umsetzung dieser Ideologie soll das hier immer wieder gepriesene stationsbasierte Carsharing-Konzept sein. Meine Damen und Herren, Carsharing ist ein Geschäftsmodell, und Sie greifen hier aktiv in den Markt ein, um einen Zweig dieses Marktes zu bevorteilen. Ein Unding, wenn man bedenkt, dass nach dem Ranking von 2019 die führende hessische Stadt im Carsharing-Angebot, Darmstadt, aufgerundet 1,3 Autos für 1.000 Einwohner zur Verfügung stellt. Welche messbare Entlastung des städtischen Verkehrs, glauben Sie, wird man mit diesem Wert messen können? Genau, keinen. Keinen einzigen. Und es wird sich auch nicht viel daran ändern, denn die Kundennachfrage regelt auch bei politisch geförderten Produkten am Ende den Sinn und den Wert eines Produktes. Das Ziel, was Sie erreichen wollen, meine Damen und Herren, ist die mit dem unscheinbaren Titel daherkommende Verkehrswende. Eine Verkehrswende, welche unsere gesamte Mobilität vollständig verändern soll. Das private Auto soll Stück für Stück zurückgedrängt werden, um es am Ende dann ganz abzuschaffen. Deutlich sagen, tun Sie das ja leider nicht. Sie bevorzugen es lieber, dem Bürger die Beschränkungen in kleinen homöopathischen Dosen zu verabreichen, um negative Effekte möglichst klein zu halten. Statt die Menschen selber entscheiden zu lassen, welches Fortbewegungsmittel sie nutzen wollen, wird hier mit einem erheblichen planerischen Aufwand nicht nur eine verkehrspolitische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Umerziehung vorgenommen. Und diese Umerziehung läuft wiederum unter dem Deckmantel der sogenannten Klimarettung. Schritt für Schritt schränkt man den öffentlichen Parkraum für den normalen, individuellen Pkw-Verkehr ein. Flankierend kommt eine allgemeine Propaganda für die vermeintlich gestiegene Lebensqualität durch die weniger öffentlichen Parkflächen hinzu. Im nächsten Schritt regt man an, dass die verfügbaren Flächen etwa mit Carsharing-Flotten befüllt werden könnten und man diesen Flotten generell im öffentlichen Parkraum eine Vorzugsbehandlung einräumen sollte. Und wenn dann schlussendlich allgemein auch in der kommunalen Planung auf eine Absenkung öffentlicher Parkflächen hingewirkt wird, verstärkt die grüne Politik den Druck zu immer weniger Autos. Öffentlichen Parkraum einschränken, Tempo 30 in den Städten, am besten noch eine City-Maut oder gleich ein vollständiges Fahrverbot. Alles, damit der Bürger nicht mehr mit seinem eigenen Auto in die Stadt fährt. Die Folgen für Pendler, für Gewerbetreibende und Dienstleister in den Innenstädten sind absehbar. Aber egal, wird ja schon sicherlich irgendwie werden. Hauptsache, der Bürger hat irgendwann keine Lust mehr auf sein eigenes Auto. Meine Damen und Herren, wenn Sie für das Geschäftsmodell Carsharing immer weiter öffentlichen Parkraum vernichten wollen, dann sind Sie von echten freiheitlichen Ansätzen in der Verkehrspolitik weit entfernt. Wir stehen für einen Mobilitätsmix auf freiheitlicher Basis, und im Gegensatz zu Ihnen wollen wir den privaten Pkw nicht abschaffen. Deshalb lehnen wir die Gesetzesentwürfe der FDP und der Landesregierung auch aus tiefster Überzeugung ab. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Änderungsantrag der Landesregierung in Bezug auf den Rundfunkstaatsvertrag. Meine Damen und Herren der Koalition, scheinbar wird nun das Omnibusverfahren, wie wir es ja vor kurzem im Bundestag mit dem Fluthilfefonds, den weiteren Einschränkungen der Grundrechte durch das Infektionsschutzgesetz erlebt haben, nun auch hier das Standardverfahren. Anders kann man einen Änderungsantrag zum Rundfunkstaatsvertrag im Rahmen eines Gesetzes zum Carsharing wohl nicht erklären. Wo ist da der sachliche Zusammenhang, der diese thematische Vermischung rechtfertigt? Die AfD steht für die Freiheit und gegen die Zensur im Internet, und aus diesem Grund lehnen wir auch die Inhalte der hier eingebrachten Änderungen ab. Denn die Ausweitung der Überwachung von audiovisuellen Mediendienstanbietern und von Videosharing-Plattformen durch die Landesrundfunkanstalt ist doch nur ein erneuter Ausdruck von Regulierungswahn und Kontrollwut. Und bei sowas können wir als freiheitlich denkende Fraktion selbstverständlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Enners.
Als nächster ist bei mir Herr Bamberger notiert. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zunächst möchte ich mich Herrn Lenders zuwenden. Lieber Herr Lenders, ich kann Ihnen, ich glaube, das darf ich für unsere Fraktion sagen, schade, dass er geht. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre neue Aufgabe in Berlin. Ich möchte kurz auf meinen Vorredner eingehen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das jetzt auch nichts mehr bringt, immer wieder zu versuchen, die AfD davon zu überzeugen, dass dieser Klimawandel stattfindet, dass er im Wesentlichen menschengemacht ist und dass wir alle gemeinsam eine ganz wichtige Aufgabe haben, nämlich die Aufgabe unserer nachfolgenden Generationen, eine Welt zu hinterlassen, in der sie sicher leben können vor dem Klimawandel. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser wesentlicher Punkt, um den wir uns primär jetzt kümmern müssen. Ob mit der AfD oder ohne die AfD, das wird, glaube ich, keine Rolle spielen. Wir werden Sie mit Sicherheit nicht mehr davon überzeugen können, dass das der richtige Weg ist. Aber was ich wirklich hochgradig unanständig finde, ist es, verschiedene wichtige gesellschaftliche Ziele gegeneinander auszuspielen. Sie spielen sichere Renten gegen den Klimaschutz aus. Sie werfen uns vor, Ideologen zu sein. Ich sage Ihnen eins, Ideologen sind diejenigen, die wichtige gesellschaftliche Ziele gegeneinander ausspielen, weil sie beides nicht wollen, aus ideologischen Gründen. Und das ist unanständig gegenüber den Menschen in unserem Land, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Und dann wundere ich mich doch bei all Ihrem Nationalstolz über Ihr mangelndes Vertrauen in den Fortschritt, in den technologischen Fortschritt in unserem Land, den wir zu leisten imstande sind. Wir haben weltweit die besten Ingenieure. Wir haben das größte Heer an guten Ingenieuren. Und lassen wir sie doch machen. Lassen wir sie doch ihren Beitrag dazu leisten, dass wir eine vernünftige Strategie gegen die Veränderung des Klimas erreichen. Und dass Sie daran nicht glauben, dass Sie an diesen technologischen Fortschritt nicht glauben, meine sehr verehrten Damen und Herren der AfD, ich denke, die Wählerinnen und Wähler, die erkennen das nach und nach, was Sie für ein Laden sind. Sie glauben nicht an unsere deutschen Ingenieure. Sie glauben nicht daran, dass unser Land in der Lage ist, weltweit Maßstäbe zu setzen. Und nun möchte ich mich zu dem zur Rede stehenden Gesetz äußern. Die neue Vorschrift in § 16a des Hessischen Straßengesetzes räumt den Kommunen, nur um das noch einmal klarzumachen, die Möglichkeit ein, einem Carsharing-Anbieter durch die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis Flächen in Ortsdurchfahrten an einer Landes- oder Kreisstraße sowie Flächen einer Gemeindestraße als Stellfläche für stationsbasiertes Carsharing zur Verfügung zu stellen. Um nicht mehr geht es, um nicht weniger geht es. Und damit können Carsharing-Stationen nicht nur auf privaten Flächen, sondern auch im öffentlichen Straßenraum eingerichtet werden. Damit wird Carsharing sichtbarer und attraktiver, so hat es der Minister im letzten Plenum formuliert. Das Carsharing-Gesetz des Bundes sieht die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis in einem zweistufigen Verfahren vor. In Anlehnung hieran wird das dann auch in Hessen so geregelt. Die Kommune wählt die in Frage kommende Fläche aus und wird sodann in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren eine Sondernutzungserlaubnis erteilen. Eine relativ trockene und nüchterne Sache. In der Bedeutung des Carsharings als wichtiger Beitrag zur Verkehrswende und auch dessen soziale und gesellschaftliche Wirkung haben wir uns aus Anlass des heute in zweiter Lesung zu beratenden Gesetzesentwurfs der Landesregierung und des Gesetzesentwurfs der Freien Demokraten bereits mehrfach ausgiebig ausgetauscht. Und im Rahmen dieser Debatte und auch in der Enquetekommission Mobilität der Zukunft wurde deutlich, dass sich alle Fraktionen
mit Ausnahme der Fraktion hier im Plenum rechts außen sitzend, in der Bewertung dieser Mobilitätsform bestenfalls bis auf Marginalien doch sehr einig sind. Und aus den bislang geführten Debatten hier im Plenum und im Ausschuss kann man zusammenfassend feststellen, dass alle demokratischen Fraktionen die Auffassung vertreten, dass das Carsharing im Sinne der beiden Gesetzentwürfe zu unterstützen ist. Eine Einigung auf den Gesetzentwurf der Landesregierung war jedoch bislang nicht zu erzielen. Während die FDP sich etwas weniger Regelungen wünscht und die SPD der SPD das Gesetz nicht ausreichend umfassend genug war, zumindest war das ja der Stand im letzten Plenum, und zu dünn war, so treffen wir uns doch jetzt irgendwie so ein bisschen in der Mitte, wie Karin Müller es im letzten Plenum auch geäußert hatte. Den einen ist es zu viel, den anderen ist es zu wenig. Dann scheint der Gesetzentwurf ja doch gar nicht so schlecht zu sein. Und dem schließe ich mich natürlich an. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die gemeinsamen Schnittmengen in der Bewertung dieser Gesetzesinitiative sind doch so groß und wesentlich, dass Ihnen eine Zustimmung zum Gesetzentwurf der Landesregierung gar nicht so schwer fallen sollte. Der SPD herzlichen Dank dafür, dass sie zustimmen wird. Und wir laden Sie, die FDP, noch herzlich dazu ein, Ihre Unterschrift in Form Ihrer Zustimmung unter dieses Gesetz zu setzen, damit das Carsharing in Hessen mit ordentlich Rückenwind ausgestattet wird und mit diesem Rückenwind für eines der Mosaiksteinchen in dem großen Projekt Verkehrswende und klimagerechte Mobilität kommen wir diesem Ziel auch wieder ein Stückchen näher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes ist der Fraktionskollege Kahnt hier auf der Rednerliste. Und danach habe ich noch den Zettel von Herrn Schalauske. Und dann schätze ich mal, die Landesregierung wird sich dann auch äußern. Herr Kahnt, Sie haben das Wort. Gibt es noch andere Reden? Also, wenn ich es gesagt habe, ich glaube, ich habe fraktionsloser Kollege gesagt. Aber ich nuschel ja heute manchmal, das habe ich schon mitbekommen. Und alles gut, es hat was mit dem Alter zu tun. Vielen herzlichen Dank, Herr Kahnt, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist es geklärt mit dem fraktionslosen Status. Eine erneute ausführliche Debatte um Befürwortung und Förderung von stationsbasiertem Carsharing erübrigt sich eigentlich. Denn bereits in erster Lesung wurden gründlich Argumente vorgebracht. Fast alle Fraktionen zeigen sich prinzipiell inhaltlich übereinstimmend mit Carsharing, Individualverkehr und Emissionen in Städten und Gemeinden verringern zu wollen. Damit wird ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz und für die Lebens- und Lohnqualität, insbesondere in verdichteten Stadträumen, auf den Weg, besser sogar auf die Straße gebracht. Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis, die umweltpolitische Ziele wie die Verringerung der klima- und umweltschädlichen Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs im Auge hat, bedarf einer gesetzlichen Regelung im Hessischen Straßengesetz. Mit dem vorliegenden, sehr differenzierten Gesetzentwurf der Landesregierung, nichts gegen den Entwurf der FDP, der Freien Demokraten, werden Rechtsverhältnisse in öffentlichen Straßen klargestellt, sodass die Nutzung von Flächen öffentlicher Straßen für stationsbasiertes Carsharing mit der hierfür neu vorgesehenen Vorschrift zur Sondernutzung nach § 16 des Hessischen Straßengesetzes erfolgen kann. Bleibt noch anzumerken, stationsbasiertes Carsharing ist im ländlichen Raum wegen oft nicht ausreichendem ÖPNV viel notwendiger als in größeren Städten. Es gilt nach wie vor, den öffentlichen Nahverkehr insgesamt attraktiver zu machen, wie etwa jüngst durch Fahrgastrabatte nach finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie. Für eine noch größere Attraktivität des ÖPNV könnte für Verbraucher allerdings auch der Ausbau der Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielen, zumal 86% der Bevölkerung ein Smartphone besitzen. Wenn etwa der Einkauf auch sperriger Güter in Kaufhäusern vorgesehen ist, dann wird kein Auto und auch kein Carsharing vonnöten sein, wenn etwa die Hinfahrt mit dem ÖPNV erfolgt und der Kundschaft
nach Begutachtung und Auswahl der Ware vor Ort, wunschgemäß die Zustellung direkt nach Hause und möglichst CO2-neutral und digital erfolgt. Somit könnten Klimaschutzziele und Geschäfte in Städten und Gemeinden gegenüber einem ausufernden Internethandel nachhaltig gestärkt werden, und zwar ganz ohne Auto- oder Carsharing. Vielen Dank. Und ich möchte auch abschließend noch Herrn Linders meine Glückwünsche übermitteln. Ich wünsche Ihnen in Berlin alles Gute, und auch ich werde Sie hier in dem Landtag vermissen. Vielen Dank, Herr Kahnt. Als Nächster ist Herr Schalauske, und er soll der Fraktion der Linken angehören. Ja, so ein gewisser Return musste sein jetzt, oder? So. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, tatsächlich gehöre der Fraktion Die Linke an. Ich möchte aber, bevor ich jetzt zur Sache spreche, auch noch ein paar Worte an den Kollegen Jürgen Lenders richten. Ich wünsche Ihnen auch im Namen unserer Fraktion persönlich alles Gute in Berlin. Ich habe Sie ja vor allem in den letzten 2 Jahren in der Auseinandersetzung um die Wohnungsfrage kennengelernt, mit Ihnen politisch debattiert. Wir haben dabei sehr grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven eingenommen, ja, ich glaube sogar auch Interessen vertreten. Nichtsdestotrotz habe ich Sie in all diesen Debatten immer als fairen, als jemanden erlebt, mit dem man sich fair und an der Sache orientiert auseinandersetzen kann. Das habe ich sehr an Ihnen geschätzt. Ich muss natürlich jetzt eine Korrektur machen. Wenn mein Kollege Hermann Schaus gesagt hat, dass einst unter FDP-Verantwortung mehr Sozialwohnungen gebaut worden sind als heute unter Schwarz-Grün oder in den letzten Jahren unter Schwarz-Grün, dann war das natürlich weniger ein Lob der FDP, sondern eher eine scharfe Kritik an den grünen zuständigen Ministern. Aber geschenkt Ihnen persönlich alles Gute in Berlin. Jetzt kommen wir aber zur Sache hier, zu dem Carsharing-Gesetz, zu den 2 Gesetzen. Und die sind ja in der Sache, wenn man sich die seriösen Argumente mal anschaut, in der Sache völlig unstrittig. Es geht darum, Kommunen sollen für Carsharing reservierte Stellplätze im öffentlichen Straßenland, so habe ich gelernt, sagt man das wohl fachplanerisch, man könnte auch Straßenraum sagen, ausweisen können. Und das ist bisher auch schon so per Bundesgesetz für Bundesstraßen geregelt. Bisher und auch in der heutigen Debatte hat eigentlich niemand ein ernstzunehmendes, ein seriöses und ein gutes Argument dagegen vorgebracht, auch nicht in einer kleinen, aber feinen Anhörung, von der ich hörte. Unsere Kritik wäre, es hat ziemlich lange gedauert, nämlich seit 2017, wo der Bundestag das beschlossen hat, das nun in Landesrecht umzusetzen. Wir finden, ja, der zuerst vorliegende Gesetzentwurf der FDP, der hätte das ebenso auch geregelt. Der Koalitionsentwurf, der enthält noch einige redaktionelle Änderungen, Anpassungen verschiedener Gesetze und Verordnungen, neue Aufgabenteilung, Bundesfernstraßengesellschaft, alles okay. Auch wenn man natürlich an so einem Konstrukt weiter Kritik haben kann, aber es kommt halt ein bisschen spät. Unstrittig für uns, und das haben wir immer deutlich gemacht, stationsgebundenes Carsharing ist eine ganz sinnvolle Sache. Der meiste Platz, den Autos in Städten blockieren, der wird nämlich von geparkten Autos verbraucht. Jedes Fahrzeug wird im Schnitt nur 36 Minuten am Tag bewegt. In Großstädten dürfte das noch mal viel weniger sein. Und deswegen haben geparkte Autos ganz viel mit Blockade und ganz, ganz wenig mit Freiheit zu tun. Ich glaube, wenn man die Zahlen mal zur Kenntnis nimmt, dann kommt man auch zu dieser Erkenntnis oder könnte zu dieser Erkenntnis kommen. Eine Carsharing-Station in Wohnortnähe, die ist ein attraktives Gegenangebot zu einem eigenen Auto. Und auch sind wir der Auffassung, dass die Ausgestaltung dieses Angebots öffentlich und demokratisch durch die Kommunen geschehen sollte und nicht alleine dem Markt überlassen, je nachdem, was da die privaten Anbieter so wollen. Insofern ist es richtig, den Kommunen die Möglichkeit einzuräumen, Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum vorzunehmen. Im Übrigen ist klar, dass diese Regelung des stationsbasierten Carsharings damit auch ein Beitrag zu Verkehrswende und zum Klimaschutz ist und am Ende auch zu mehr Lebensqualität in unseren Städten.
Und jetzt ist ja schon darüber diskutiert worden, ob einige Bundesländer schneller waren als das Land Hessen. Darüber kann man diskutieren, aber man braucht gar nicht auf andere Länder verweisen, denn einige Kommunen, die waren doch in der Ausweisung von Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum, die fanden das so wichtig, dass sie gar nicht erst auf die hessische Landesregierung gewartet haben. Also ich als Carsharing-Nutzer in Marburg freue mich über ein paar, ich würde mal sagen, über ein ganzes Dutzend von stationsgebundenen Carsharing-Parkplätzen im öffentlichen Straßenland. Also zumindest erlebe ich die so. Und da finde ich es ganz gut, dass Marburg da auch fortschrittlich vorangegangen ist und gar nicht auf das Land Hessen gewartet hat. Das wird vielleicht in Zukunft auch noch an vielen anderen Stellen immer mal so sein. Da deuten sich ja neue Mehrheitsverhältnisse an. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir hätten ja beiden Gesetzesentwürfen durchaus zustimmen können. Aber was uns dann schon ärgert, dass die Landesregierung zum einen noch die Möglichkeit nutzt, ein paar redaktionelle Änderungen damit einzupflegen. Das könnte man ja noch hinnehmen. Aber, und darauf haben ja auch schon einige Kollegen hingewiesen, etwas skurril ist dann doch das Ansinnen, hier in der zweiten Lesung einen völlig sachfremden Änderungsantrag zum Rundfunk-Änderungsstaatsvertrag damit ranzubappen, wie man hessisch sagen würde. Das finden wir weder sachgerecht, darüber sind wir auch sehr unzufrieden. Und so geht das nicht. Und deswegen werden wir uns bei aller Begeisterung für das stationsgebundene Carsharing an der Stelle enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schalauske. Weitere Wortmeldungen aus dem Plenum liegen mir zunächst nicht vor von der Fraktion, sodass Herr Staatsminister Al-Wazir Sie das Wort jetzt ergreifen dürfen können werden. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja schon angesprochen worden, es geht darum, dass wir heute in zweiter Lesung die speziellen Sondernutzungserlaubnisse für Carsharing-Parkplätze im Gesetz verankern. Und es ist ebenfalls schon richtigerweise gesagt worden, dass das Carsharing dadurch erleichtert wird. Und ich will das vielleicht noch einmal etwas verstärken. Es geht darum, dass wir am Ende auch im öffentlichen Straßenraum, und zwar wirklich in jeder Straße, es ermöglichen, dass Kommunen die Möglichkeit haben, an dieser Stelle Carsharing-Parkplätze auszuweisen und damit natürlich auch die entsprechenden Automobile sichtbarer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ein Carsharing-Auto an sich ist natürlich ein Auto wie jedes andere auch, ganz klar. Aber die normalen Fahrzeuge sind ja eher Stehzeuge, weil das normale Fahrzeug eine knappe Stunde am Tag unterwegs ist und 23 Stunden steht. Und es geht darum, dass Menschen wirklich die Sicherheit haben, dass sie am Ende auch in der Nähe auf ein Fahrzeug zugreifen können und sich dadurch vielleicht auch ermutigt fühlen, auf das eigene Fahrzeug zu verzichten und trotzdem individuell mobil sein zu können, wenn sie es wollen. Und das genau ist der Vorteil des Carsharings, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben den Kommunen jetzt mit diesem Gesetz die Möglichkeit gegeben, zuerst einmal zu bestimmen, welche Flächen des Straßenraums sie Carsharing-Anbietern zur Verfügung stellen möchten. In einem zweiten Schritt erteilen die Kommunen dann in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren für die ausgewählten Flächen einen oder mehrere Sondernutzungserlaubnisse. Und es ist auch möglich, dass Kommunen ökologische Gesichtspunkte bei der Frage berücksichtigen, wem eine solche Sondernutzungserlaubnis gewährt wird. Also man kann zum Beispiel auch die Sondernutzungserlaubnisse von der Umweltfreundlichkeit der Fahrzeugflotte abhängig machen. Aber das entscheiden am Ende die Kommunen. Und wir haben deshalb die Leitplanken für das Auswahlverfahren in einem Landesgesetz vorgegeben, die Leitplanken. Aber das ist auch ausdrücklich wichtig, damit wir das nicht nur in Anführungszeichen der Verwaltungspraxis überlassen. Aber die Leitplanken sind eben so, dass die Kommunen auch noch Gestaltungsspielräume haben, dass den Kommunen auch noch Gestaltungsspielräume bleiben.
Und das ist auch deshalb wichtig, weil wir natürlich Kommunen völlig unterschiedlicher Größe und mit örtlichen Besonderheiten haben. Und dementsprechend ist an dieser Stelle aus meiner Sicht völlig richtig, dass man eben auch die kommunale Verwaltung in den Auswahlverfahren die Möglichkeit gibt, sich anders zu verhalten, je nachdem, wie die Situation vor Ort ist. Und deswegen ist es ein Baustein der Verkehrswende, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es geht darum, dass Menschen sozusagen die Möglichkeit haben, auf individuelle Mobilität zugreifen zu können, ohne das Auto besitzen zu müssen. Weil das ist mir an dieser Stelle schon noch einmal wichtig. Der Automobilbesitz als solcher ist ja kein Wert an sich. Es geht ja, die meisten Leute besitzen ja ein Auto, um sich mit diesem Auto fortbewegen zu können und nicht, um es sich anzuschauen, Herr Enners. Und dementsprechend ist klar, dass das genau der Punkt ist, wo man dann am Ende Menschen dazu bringen kann, wenn sie die Sicherheit haben, dass sie wirklich Zugriff auf individuelle Mobilität haben, dass sie die dann auch nutzen, dass sie sozusagen nutzen und teilen statt besitzen. Und das kann auf lange Sicht dazu führen, dass es unterm Strich dieses ewige Gesetz, dass wir jedes Jahr am Ende eines Jahres mehr Autos haben als am Anfang eines Jahres mit entsprechenden Folgen, vor allem im ruhenden Verkehr, dass wir das durchbrechen können. Das sehen alle so. Das sehen alle so, die wir angehört haben. Das sind die beiden mündlichen Anzuhörenden gewesen. Das sind aber auch diejenigen, die sich schriftlich geäußert haben, von ADAC bis ADFC und von kommunalen Spitzenverbänden bis zum Verband der Verkehrsunternehmen. Und ja, es gibt jetzt noch einen. Und da finde ich eigentlich, dem kann man zustimmen. Und vielleicht können Sie sich ja auch noch dazu durchringen, trotz dem Änderungsantrag, also quasi der Sondernutzung dieses Gesetzes über die Sondernutzungserlaubnisse, dem Ganzen dann doch zuzustimmen, weil es gibt hier noch den Änderungsantrag, der kam für die meisten etwas überraschend. Aber ich will das auch an dieser Stelle noch begründen. Das Telemediengesetz wurde um Vorgaben für audiovisuelle Mediendiensteanbieter und Videosharing-Plattformanbieter ergänzt. Diese müssen künftig gelistet werden. Es muss Verfahren zur Meldung und Abhilfe von Nutzerbeschwerden geben. Und dementsprechend wurden auch bei der Novellierung des Telemediengesetzes die Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände ergänzt und neu nummeriert. Und die Zuständigkeit für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die zugleich im Medienstaatsvertrag geregelte Anbieter betreffen, lag nach dem 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag aus 2007 bei der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Und damit dies auch künftig so bleibt und zugleich die neu aufgenommene Angebotskategorie erfasst werden kann, bedarf es möglichst schnell, das war der Grund, einer redaktionellen Änderung, sonst ist es nämlich nichts, des benannten Gesetzes. Und das hat inhaltlich überhaupt nichts mit dem Carsharing zu tun und auch nichts mit dem Straßengesetz. Es ist sozusagen an dieser Stelle darum gegangen, eine schnelle technische und keine inhaltliche Änderung ins Gesetzblatt zu bringen, nicht mehr und nicht weniger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dementsprechend, Herr Kollege Lenders, auch Ihnen, ich wünsche Ihnen alles Gute im Bundestag, Gesundheit und sozusagen viel inhaltliche Möglichkeit, aber ich kann Ihnen sagen, im Bundestag sind Omnibusgesetze, das passt dann wieder zum Carsharing, gang und gäbe, in Anführungszeichen, und zwar auch bei inhaltlich ganz relevanten Punkten. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass wir nachher in der gemeinsamen Sitzung von Hauptausschuss und WVA am Ende dann doch dazu kommen, dass wir, wenn wir uns auch in dieser Sache einig sind, wo wir uns eigentlich einig sein müssten, am Ende auch nichts dagegen spricht, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe mir gerade überlegt, Omnibus und Carsharing. Aber ich glaube, Sie haben es auch gerade gemerkt, als Sie es gesagt haben. Da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das zusammengehört. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Sehe ich das richtig? Sehe ich auch richtig, dass wir gemeinsam die Tagesordnungspunkte in den WVA und mitberatend in den Hauptausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überweisen? Das ist der Fall. Dann darf ich alle Kolleginnen und Kollegen höflichst daran erinnern, dass wir im Raume 501p nach dieser Sitzung und einer gewissen 501a, ja, wer meine Schrift nicht lesen kann, bin manchmal ich selber, 501a uns dann noch mal, oder Sie sich noch mal treffen,
Ich habe eine andere Veranstaltung dann hier in diesem Hause noch zu erleben. Damit sind die Punkte 20 und 21 in zweiter Lesung bearbeitet und werden an die Ausschüsse zur vorherigen dritten Lesung auch offiziell überwiesen.